Herzlich willkommen heute auf dem CoachingWorks Blog. Es ist Freitag. Das können Sie daran erkennen, dass Sie wieder mal ein Video von mir sehen und nicht einen geschriebenen Text lesen. Denn wir haben letzte Woche mit dem Experiment angefangen, Vlogs für Freitag zu drehen. Das fand ich gut und das behalte ich bei, obwohl das bedeutet, dass ich am Freitag ein bisschen ordentlicher auftreten muss, so präsentabel meine Haare gekämmt haben muss und im Hintergrund mein Büro aufgeräumt haben müsste ein bisschen, weil das sichtbar ist. Und heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was Sie als Coach, als Trainer oder Berater am Herzen liegt. Und ich weiß, dass es Ihnen am Herzen liegt, weil ich es beobachte. Sie wollen von mir wissen, wie Sie an Aufträge kommen und wie Sie Ihre Akquise betreiben können. Und obwohl das ein weites Feld ist, fokussieren wir heute auf einen klitzekleinen Ausschnitt davon. Gestern beim Heldendonnerstag haben wir einen anderen Ausschnitt davon angesehen, nämlich das Thema Expertenstatus aufbauen über die digitale Medien. Wir haben darüber gesprochen, wie man seine Zielgruppe ganz genau eruiert und eine klare Expertendomäne für sich absteckt, wo man sagt, genau auf diese Expertendomäne bediene ich diese Zielgruppe. So, heute gehe ich davon aus, erst einmal, dass Sie Ihre Zielgruppe kennen und dass Sie Ihre Expertendomäne abgesteckt haben. Und der nächste Schritt für einen gelungenen Auftragsgewinn oder eine gute, wirkungsvolle Akquise wäre, dass Sie wissen, was Ihr Markt braucht bzw. was Ihr Markt möchte. Und das ist ganz egal, ob Sie als Coach, Trainer oder Berater auf einem Business-Bereich unterwegs sind, also ob Sie Executive Coach oder Business Coach sind, ob Sie Interview Coaching machen, ganz egal, oder ob Sie mit Privatzahlern arbeiten, als Life Coach zum Beispiel, oder ob Sie anderen helfen mit Ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ganz egal, müssen Sie wissen, was Ihr Markt braucht. Weil wenn Sie nicht daherkommen, also mit Ihre Zielgruppe sprechen als Experte und Sie nicht daherkommen mit etwas, was Sie interessiert und was Sie dringend brauchen, dann werden Sie auch nicht bereit sein, Sie zu beauftragen. Das ist ganz klar. So, wie können Sie das herausfinden, was Ihr Markt möchte? Ich möchte heute über ein paar einfache Wege sprechen. Und ich nutze einfach mein Beispiel. Ich habe eine Website und einige Websites und einen Blog. Und ich betreibe Social Media auf verschiedenste Wege, Twitter und Facebook. Und bei all diesen Medien habe ich Statistiken, die ich anschauen kann. Und ich gucke und beobachte in den letzten Wochen ganz genau darauf, wo die höchsten Besucherzahlen waren. Wo waren die meisten Klicks, die drauf auf verschiedenste Tweets etc. Und ich konnte dadurch ermitteln ganz genau, dass die brennendste Frage, die Sie haben, ist, wie kommen Sie an neuen Klienten oder an mehr Klienten oder wie ergattern Sie Aufträge? Das können Sie auch machen, wenn Sie eine Website haben oder einen Blog oder andere Social Media Aktivitäten. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie eine Umfrage machen. Eine Möglichkeit davon ist, mit SurveyMonkey zu arbeiten. Ich habe schon einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Das können Sie hier auf dem CoachingWorks Blog nochmal nachschlagen. Ich frage meine Heldendonnerstag-Teilnehmer, wenn sie sich anmelden für den Heldendonnerstag, was sie von mir wissen wollen. Und wenn sie gehen, frage ich sie noch einmal vorausschauen in die Zukunft, was wollen sie das nächste Mal von mir sehen? Und ich tue das anhand von dieser Umfrage. Das können Sie auch. Fragen Sie diese Personen, das ist der einfachste Weg. Und wenn Sie nicht so digital sind, dann empfehle ich Sie, Ihnen lad diese Personen zu einem Kaffee ein und fragen Sie über Ihre wichtigsten Bedürfnisse, Probleme und Herausforderungen. Denn nur wenn Sie das wissen, können Sie mit dem richtigen Angebot kommen und Sie haben eine wirkungsvolle Akquise-Strategie und Sie können Aufträge als Coach und Trainer oder Berater haben. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss!